Ich bin 1959 nach Windhoek gegangen, weil ich auf Arbeitssuche war. Ich habe meine Tante gelebt in der Old, in der alte Location in Guarachab, Damara 5, das ist ein Siedlungsteil von Old Lukasi. Das bin ich und diese Kleid habe ich 10 Jahre, ich habe die immer so geschont. Und die Old Lukasi war eine sehr große, tolle Atmosphäre gewesen. Wir Schwarze haben sehr zusammengelebt. Und ich finde das ganz toll, wie das diese Zeit war. Für mich ist die Old Lukasi gestorben in dem Moment mit der Umsiedlung nach Karatura. Mein Bruder Bären, er lebt heute in Windhoek in Karatura. Und am nächsten Tag mussten wir umziehen nach Katutura. Sie sind mit ihren Planierraupen gekommen. Ob du umziehen wolltest oder nicht, sie kamen und schoben um. Rita und ihr Bruder Berend haben die gewaltsame Umsiedlung von der Old Location nach Katutura innerhalb Windhoeks ab Dezember 1959 miterlebt. Alle hat unter uns angebracht, dass die Plek fehl ist. Und uns kann sich das hier abdun. Sie machten uns darauf aufmerksam, dass dieser Ort dreckig ist und dass wir krank werden würden. Sie versetzten uns an einen neuen Ort. Aber wir waren nicht zufrieden damit. Ihr eigentlicher Grund war, dieses ist eine schöne Umgebung. Sie können es selbst sehen, sie haben aufgebaut und uns auf eine Müllhalde abgeschoben. Nur ein einfaches Haus dort gebaut, ohne Putz, ohne Decke, ohne Licht. Bleib dort. Windhoek ist die Hauptstadt Namibias, einem jungen Land im Südwesten Afrikas, das im März 1990 seine Unabhängigkeit erlangte. In Windhoek leben über 100.000 Menschen. 1842 siedelte sich Jonker Afrikaner mit seinen Kämpfern an den warmen Quellen, die dort aus den umliegenden Bergen entsprangen, an. Er gilt als Gründer Windhoeks. Die Nama und Damara nannten diesen Ort Ai Gams, heiße Quellen, und die Herero nannten ihn Otyomuise, dampfender Ort.1884 wurde Namibia deutsche Kolonie. Erst im Jahre 1890, nach dem Eintreffen der deutschen Schutztruppe, wurde Windhoek wieder neu besiedelt. Dort errichteten im gleichen Jahr die Deutschen ein Fort. Heute ist Windhoek eine moderne Großstadt nach westlichem Vorbild. Der Schein trügt jedoch. Das Erbe der Apartheid ist andernorts nach wie vor sichtbar. Die Stadtviertel, die die Südafrikaner für die schwarze und sogenannte Colored-Bevölkerung erbaut haben, gibt es heute noch. Sie heißen Katutura und Komasdal.
Siedlungen der einheimischen afrikanischen Bevölkerung gab es seit dem Ende des letzten Jahrhunderts überall in Windhoek. 1912 richtete der Windhoeker Stadtrat die Hauptsiedlung im Westen der Stadt für die afrikanische Arbeiterschaft ein. Seitdem wurden schwarze Bewohner und Bewohnerinnen Windhoeks dorthin umgesiedelt. In den sogenannten Werften lebten die Afrikaner und Afrikanerinnen nach ihrer jeweiligen Volkszugehörigkeit getrennt. Werft ist der von der deutschen Kolonialverwaltung benutzte Ausdruck für die Siedlungen der afrikanischen Arbeiter und Arbeiterinnen. Auf Englisch hießen sie Locations und auf Afrikaans Locaties. Locations. 1915 übernahm die Union von Südafrika in Namibia die Macht. Die Südafrikaner führten die Verwaltungsstruktur der Deutschen fort, da sie der ihren, der getrennten Entwicklung, entsprach. Die Organisation der afrikanischen Wohngebiete wurde dem städtischen Verwalter für Locations unterstellt. . 1932 wurde die Windhoeker Hauptsiedlung neu organisiert. Ein geradliniges Straßennetz wurde angelegt. Zum ersten Mal wurden Strom- und Sanitäranlagen installiert. Die Old Location wurde getrennt in Gebiete für Herero, Damara, Nama, Ovambo und andere Gruppen. Nach der Neuorganisierung der Hauptsiedlung wurde das gesamte Gebiet in Grundstücke aufgeteilt, für die die Bewohner und Bewohnerinnen monatlich eine geringe Pacht, die sogenannte Coptax, an die Stadtverwaltung zahlen mussten. Zu jener Zeit wurden die Häuser von den dort Lebenden selbst gebaut. Sie bestanden meist aus einem Holzrahmen, der außen mit Blech und innen mit Sackleinen, Lehm und Kudung bekleidet war. Diese Häuser hatten eine wichtige wirtschaftliche und persönliche Bedeutung für die Bewohner und Bewohnerinnen. Die Häuser waren oft der wertvollste Besitz der Menschen. Sie konnten vermietet und verkauft werden. Ich bin eine Leidene Katana. Ich habe das in die Wende gekommen von Ovamboland 1931. Auf Fuß. Und die haben Wende gekommen, mir auch in der Tuna immer. Die in der Poche Kusa kam. Sie haben Wende. Wir haben die Wende. In der Old Location habe ich mir dann ein Haus gebaut. Das war 1934. Wir bauten mit Blechen und anderem. Besseres Material hatten wir nicht. Zu dieser Zeit hatten wir kaum Geld. Obwohl wir schwer gearbeitet haben, verdienten wir fast nichts. Während dieser Zeit lebten wir in Windhoek. Dann sollten wir plötzlich nach Katutura. Das wollten wir nicht. Die Häuser da waren für uns viel zu teuer. 1959, als es in Katutura noch gar keine Häuser gab, sagte uns die Stadtverwaltung, dass wir dorthin ziehen müssten. Seit 1961 wohne ich in diesem Haus. Jetzt gehört es mir. Ich konnte es der Stadtverwaltung abkaufen. Das Leben in Katutura ist schwierig. Die Häuser, das Wasser, die Elektrizität sind zu teuer. Wir haben kein Geld, auch keine Arbeit. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen.
Anopanyo magumbo getu kwa urukasi. Zino tuwete kuno magumbo mape, opotua tungirire pantango. Hier standen unsere Häuser aus der Zeit der Old Location. Jetzt sind hier neue Häuser errichtet worden. Als wir hier lebten, hatten wir Probleme mit der Polizei. Deshalb haben wir uns im Revier versteckt, damit sie uns nicht finden. Die Polizei kam immer nachts und klopfte an unsere Türen. Sie durchsuchten unser Haus nach Bier. Es war verboten, Bier zu brauen. Nun, das Gebiet von dem Saal ist, wo die Colored Location lag. Diese endete, begann Neverkamp. Dieses Gebiet wurde von Schwarzen bewohnt. Weiter Hintergrund liegt ein Fluss, der von hier aus nicht zu sehen ist. Ich glaube, er bildete die inoffizielle Grenze zwischen dem Schwarzen und dem Weißen Windhoek. Which is where whites only lived. Sie haben hier drei Generationen von Schimmings. Wir heißen alle drei Otto. Hier lag die Old Location. This is where the Old Location used to be. My father had his house here. Mein Vater hatte damals ein Haus hier. Otto Schimming war Verwaltungsangestellter in der Old Location. Gleichzeitig war er Geschäftsmann. Eine Milchwirtschaft und ein kleiner Gemischtwarenladen verhalfen ihm zu seinem heutigen Vermögen. Diese Gebäude hier war früher meine Milchstelle. Hier habe ich 50 Rinder gehabt und mehr als 50 Gallonen gemolken. Und diese Milch habe ich nach eingebauten Werften Windu genommen und da habe ich verkauft. Mit Sixpence ein Liter. Ja. Und das war im Jahr 1956. Ich habe das Grundstück 1000 Hektar von Stadtverwaltung gepacht. Nur für Milchbetrieb. Ich habe einen Kontrakt gehabt, schriftlich, dass ich die Milch nicht an Weißen verkaufen, aber nur an die Eingeborenen in die Werft. 1947 erscheint der südafrikanische Premierminister Jan Smuts in der Old Location. Er war gekommen, um die Eingliederung Namibias in die Union von Südafrika zu propagieren. Otto Schimming schildert den Tag so. 1947 beim Besuch von General Smuts war der Sportplatz voller Menschen. Ich habe für Jan Smuts übersetzt und bin mit ihm geritten. 1914 war er mit Captain Bowker zusammen im Krieg. Aber als er kam, musste ich mit ihm zusammen zum Sportplatz reiten. Und alles, was aus dem Afrikaansen und Englischen ins Herero oder Nama übersetzt werden musste, habe ich übersetzt. Kapitän Bowker, der damalige Siedlungsleiter, verhalf Otto Schimming zu seiner Anstellung in der Verwaltung der Old Location. And there where that school is,
Und dort, wo jetzt die Schule steht, dort waren die Büros der Verwaltung der Old Location. Dort arbeitete ich als Schreibkraft. Dieser Saal hieß Sybil Bowker Hall. Sie war die Frau von Captain Bowker, dem Hauptverwalter der Old Location. Sie war sehr an Sozialarbeit interessiert. Es gab keine Sozialarbeiter zu jener Zeit. Sie leitete den Bantu Welfare Club, mit dessen Hilfe dieser Saal gebaut wurde. In diesem Saal, den ich eben erwähnte, hielten wir Versammlungen ab. Es gab dort Tanz, Filme und Konzerte. Jahre später. Die Old Location grenzte direkt an die ständig wachsende weiße Stadt. Mit vorgeschobenen Argumenten wie die Old Location sei dreckig und daher ein Gesundheitsrisiko und die Verbesserung der Lebensbedingungen sei vor Ort nicht realisierbar, propagierte die Apartheid-Verwaltung eine neue Siedlung für die schwarze Bevölkerung, 5 Kilometer außerhalb der Stadt. Sie wurde später unter dem Namen Katutura bekannt. Die südafrikanische Apartheid-Politik sah die räumliche Trennung der Wohngebiete von Schwarzen, Coloureds und Weißen vor. Im Juli 1955 stattete der damalige Minister für Bantu-Angelegenheiten der Old Location einen Besuch ab. Hendrik Verwoerd war einer der Architekten der Apartheid-Politik. Sein damaliger Besuch in Namibia und speziell in der Old Location diente dazu, den Bewohnern und Bewohnerinnen die Verlegung ihrer Siedlung an einen Ort außerhalb des Zentrums von Windhoek zu unterbreiten. Bei diesem Besuch übersetzte Otto Schimming in die Sprachen Nama und Otjie Herero. During the early 60s, zu Beginn der 60er Jahre wurde beschlossen, dass wir von hier umgesiedelt werden sollten. Einige von uns wurden nach Katutura, andere nach Kumasdal umgesiedelt. 1983 beschloss die damalige Übergangsregierung, dass wir jetzt Häuser kaufen konnten, wo wir wollten. Aus verständlichen nostalgischen Gründen beschloss ich, hier zu kaufen. Es liegt in der Nähe, wo ich geboren bin. Und hier möchte ich meine Kinder aufwachsen lassen. And this is where I would like to bring up my children. Wir haben uns 66 kennengelernt und dann 1970 mussten wir nach Deutschland verreisen, weil wir die Apartheid nicht mehr ausgehalten hat, weil wir sehr nervös waren und so viel Zimmer wechseln mussten, nur dass die Polizei uns nicht gekriegt hat. Ja, ich treffe ein paar Freundinnen von mir, was gerade die kannt. Ich war noch mit keinem Weißer zusammen gewesen und ich gehe mit meiner Freundin dahin, in Tropfstraße. Und da habe ich meinen Gerdi kennengelernt. Und das hat geblitzt und gedonnert. Und die Schwierigkeit bestand darin, dass man sich nur nass treffen durfte und eben vor der Polizei sich sehr stark tarnen musste, um ihre Tricks noch mehr sie noch mehr auszutricksen, wie sie uns auszutricksen versuchten. Ja, ich habe also unter anderem auch in Klein-Windhoek gewohnt, in der Barella-Straße und musste, um meine kleine Süße abends zu besuchen, hier ganz rüber gehen nach John-Albrecht-Straße.
nach West Windhoek. Und auf dem Rückweg musste ich eine andere Route nehmen, um die Polizei in die Irre zu führen, weil sie ja sonst auf der anderen Seite lauern würde, und ging dann über die Gobabis-Weg zurück nach Klein Windhoek. Ja, ein Abend haben wir uns wieder getroffen und ich hat dann in Gerdis ein Auto gesteigt und von der Weiße hat uns dann gesehen und hat uns dann gefolgt. Und ich muss im laufenden Auto, muss ich schnell die Tür aufreißen und rausspringen im Dunkeln und habe beinahe gegen eine Wand meinen Kopf verletzt. Ja, und dann habe ich dann später auf die Idee gekommen, weil die Geheimpolizei uns immer gefolgt hat und auch die Mitbevölkerung, die Weiße. Und daher habe ich dann angefangen, eine blonde Brücke aufzusetzen. Und einen Abend haben wir über die Bahnübergang gefahren und da war ein Stopp und die Polizei. Und die haben gemeint, dass Gerd nicht richtig angehalten ist beim Stopp. Hat ihn angehalten und ich war auch mit im Auto. Aber das ist ja egal, wie flach die Nase war. Hauptsache ich hat blonde Haare. Und dann bin ich dann eben ein Weißer für dich gewesen. ...1926 hat mein Vater, Herr Neuburg, dieses Geschäft gekauft von einem Herrn Böck. Das Geschäft ist geführt worden von meinem Vater bis 1952. Dann kam mein Mann, Herr Dieter von Malingfort, und hat das Geschäft von meinem Vater übernommen. Dieses Geschäft ist hauptsächlich zugeschnitten für die eingeborene Kundschaft der Werft dort oben. Hier befinden sich in der Umgebung ungefähr 8 Geschäfte dieser Art. Unser Geschäft war das größte. Wenn Sie hier über die Brücke gehen, dann kommen Sie auf die Eingeborn-Werft, die mit den ganzen Blechhütten, je nachdem und nach Fantasie, haben sie sich da ihre Behausung gebaut. Es ging aber von der Brücke aus ein Weg rauf bis zum Verwaltungsgebäude. Wenn Sie über die Brücke gehen und sich links halten, dort war die große MA-Archivschule gebaut, als Barackenschule für die farbigen Kinder. Die Schule wurde von einem Herrn Oliver geleitet, der aus Rehoboth kam. Und diese Kinder in der Pause kamen sie mit ihrem Sixpence und kauften hier bei uns Tiki-Brot und Tiki-Butter. Darauf waren wir schon eingerichtet, wir haben das Brot durchgeschnitten, das war immer so ein ganz, ganz schöner Happen und die Butter auch zugeschnitten. Und dann haben die Kinder hier drauf ihr Tiki-Brot und Tiki-Butter mit den Fingern die Butter aufs Brot geschmiert. Diese Brücke ist das einzige Verbindungsstück in der großen Regenzeit, vor allen Dingen, wenn das Revier abkommt. Oben auf der Höhe ist das Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung gewesen. Dann wurde später, nachdem die Bierbrauerei, die illegale Bierbrauerei verboten wurde, wurde dort eine Bierhalle gebaut, ein Entbindungsheim, was sehr, sehr ordentlich geführt wurde von schwarzen Schwestern und ein kleines Krankenhaus. Und wie gesagt, da steht heute, was heute da steht, sind alles Privathäuser und so weiter. Das wurde alles im Zuge der Verlegung der Werft nach Kathutura, Komasdal und so weiter hingeschafft. Ich habe ein paar Kapitel, das habe ich am Motto zu haben.
Dies ist der Weg, den wir einschlugen, wenn wir ein Bier trinken wollten. Hinter mir, auf der linken Seite, standen damals die Häuser der Ovambo. Auf der rechten Seite wohnten Nama und Damara. Unter dem Baum, auf den ich jetzt zeige, tranken wir unser Bier. In diesem Haus wurde das Bier verkauft. Dies ist der Baum, unter dem wir zur Zeit der Old Location unser Bier tranken. Wir hatten Angst, das Bier mit nach Hause zu nehmen. Wer im Besitz von Bier war, konnte verhaftet werden. Eine Flasche Bier kostete 70 Cent. Das Bier wurde von den Weißen gebraut. In der Old Location war das Brauen von Bier aus mit Zucker vergorener Hirse oder Erbsen, dem sogenannten Tombo, eine wichtige Einnahmequelle für viele Familien. Diese meist von Frauen verübte Tätigkeit war illegal. Ende der 50er Jahre führte die Polizei häufig Razzien gegen das private Brauen von Bier durch. Die Südafrikaner errichteten eine Bierhalle in der Old Location, in der sie auf gleiche Weise gebrautes Bier an die Afrikaner und Afrikanerinnen verkauften. Schwarze und Coloreds durften nur mit einer Ausnahmegenehmigung kommerziell gebraute alkoholische Getränke in nur von Weißen betriebenen Läden kaufen. Vor genau 37 Jahren kamen wir in diese Gegend. Mein Vater kaufte damals ein Grundstück hier, eines der ersten Grundstücke hier auf dem Westufer des Gammamsreviers und baute sich dort ein Haus. Dieses Revier, was wir schon von vorher kannten, wurde dann unser Spielrevier. Wir hatten hier einen Mordspaß. Es war damals die natürliche Grenze zwischen dem etablierten Teil Windhoeks und der alten Werft. Die, wo Sie sehen, dort oben, wo die Häuser stehen, aufhörte. Ja, wie ich schon sagte, war dieses Terrain für uns Kinder eine Wucht. Wir waren aber nicht die Einzigen. Es kamen die Kinder der Werft auch in dieses Revier. Und so spielten wir manchmal zusammen und manchmal auch gegeneinander. Ich kann mich besonders daran erinnern, dass wir auch kleine Banden bildeten. Es waren eben die Deutschen aus der Umgebung, die deutschen Kinder. Und auf der anderen Seite waren es oft eben, wie ich schon sagte, die Werftkinder. Damals hatten wir natürlich das Deutsche als Vorbild und hatten uns nicht geschämt, also die deutsche Fahne hier zu hissen, während die Werftkinder damals, ich erinnere mich sehr gut dran, hatten die Amerikaner noch als Vorbild verwendet. Auf Land slap. Dann wird jemand da bei dir. Während wir schlafen, hören wir plötzlich lautes Klopfen, auch Treten mit den Füßen. Dann brechen sie einfach die Tür auf. Aufstehen! Sie leuchten mit Taschenlampen. Wo ist euer Pass? Wo ist eure Cop-Tags? Nein, sie haben keinen. Sie legen uns Handschellen an. Als sie uns zu dem Lastwagen bringen wollen, dem Moving Jail, brechen einige von uns aus. Wir flüchten unter der Brücke durchflussaufwärts, doch dort auf der anderen Seite erwischen sie uns wieder. Sie schlagen uns und sperren uns in den Gefangenenwagen. Einige entwischen, die anderen werden eingesperrt. Der Advisory Board war schwach und er vertrat nicht die Interessen der Bewohner der Old Location. Deshalb gründeten die Bewohner eigene Komitees. Der damalige stellvertretende Verwalter der Old Location, Potkita, kam zu mir, um sich mit mir in meiner Rolle als Sozialarbeiter zu beraten. Ich erzählte ihm, dass die Stadtverwaltung Bewohner und Bewohnerinnen in keiner Weise verstehen würde. Er war bereit, sich mit den inoffiziellen Komitees zu treffen. Und diese unterbreitete ihm, dass sie mit den Plänen der Stadtverwaltung nicht einverstanden waren.
Joshua Kamberipa war über 40 Jahre Mitglied des Advisory Board. Hier stellt er die Vertreter des Rats von 1966 vor. Ratsmann Cipena, Ratsmann Kamberipa, Ratsmann Mungunda, Ratsmann Witpoi, Ratsmann Sikati. Bei einem weiteren Treffen bekräftigte ein altes Mitglied des Advisory Board, Joshua Kamberipa, dass die Menschen der Old Location einer Umsiedlung nicht zugestimmt hatten. Dies war auch der Grund, warum sie dem Ort, an den sie umgesiedelt werden sollten, den Namen Katutura gaben. Gründe gegen die Umsiedlung waren, Katutura war schon der fünfte Ort, an den die Afrikaner und Afrikanerinnen umgesiedelt wurden. In Katutura betrug die Miete für ein Haus das Zehnfache der Pacht für ein Haus in der Old Location. Die Gegner und Gegnerinnen der Umsiedlung forderten die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen vor Ort und nicht in einer Gegend 5 Kilometer außerhalb der Stadt. Das ist jetzt der Friedhof hier. Hier liegen viele Menschen, die für ihre Freiheit gekämpft haben. Durch Unterdrückung und Krankheit sind sie gestorben. Sie hatten keine Behandlung. Es gab nur sehr wenig Ärzte. Dort oben war die Old Location, dort lagen die Siedlungen Damara 2 und 3, weiter oben befanden sich die Verwaltungsbüros. Und die Trinkhalle, die sie für uns gebaut haben, lag direkt unterhalb. Das Bier war giftig, deshalb haben viele Erwachsene uns gewarnt, wir sollten dort nicht hingehen. Wir würden nur unseren Tod dort kaufen, weil das Bier giftig ist. Das ist der eigentliche Grund, weshalb der Kampf, die Schießerei, 1959 begonnen hat. Die Menschen haben sich gestritten wegen des Biers. Die anderen Erwachsenen wollten nicht, dass wir den weißen Mann unterstützen. Das Bier macht uns krank. Und sie haben gesagt, wir beeinflussen die Menschen. Und dann haben sie angefangen zu schießen. Am Morgen des 4. Dezember 1959 begann der Siedlungsleiter Potrita und ein Mitglied des Advisory Board mit der Schätzung der Häuser in der Old Location. Bewohner und Bewohnerinnen erhielten eine geringe Vergütung für ihre Häuser, bevor sie nach Katutura umgesiedelt wurden. Fritz Gariseb weigerte sich, sein Haus schätzen zu lassen, woraufhin er von der Polizei bedroht wurde. Einige umstehende Frauen kamen ihm zu Hilfe und vertrieben die Polizei. Diese holte Verstärkung und nahm Herrn Gariseb und 4 der Frauen fest. Nach der Festnahme formierte sich ein Demonstrationszug von 1000 Menschen, hauptsächlich Frauen, der sich in Richtung Regierungssitz des Administrators Viljoen in Bewegung setzte. Die Demonstrantinnen forderten die Freilassung der 5 Festgenommenen. Außerdem bekundeten sie ausdrücklich ihren Protest gegen die Zwangsumsiedlung nach Katutura. Nach der Frauendemonstration am 4. Dezember riefen die politischen Organisationen Zwanu, OPPO und der Chiefs Council von Hosea Kutako zum Boykott der städtischen Einrichtungen auf. Das waren die Busse, die Sibyl Bauker Hall, eine soziale Einrichtung, und die Bierhalle. Diese kamen alle zum Erliegen. All these came to a real standstill. And the other thing that happened was that after some days, ein paar Tage später versuchten einige Alkoholabhängige, den Boykott zu brechen. Es gab Streikposten, die das zu verhindern wussten. And there were pickets organized by the people. Am 10. Dezember wurde ein Streikposten von dem damaligen Bürgermeister Jaap Sneeman mit einem Beistiel angegriffen. And it was as a result of this confrontation that residents spontaneously came en masse to demonstrate. Dieses Ereignis führte dazu,
dass sich spontan eine Demonstration gegen die Anwesenheit des Bürgermeisters und seiner Polizei in der Old Location formierte. Anstatt sich zurückzuziehen, forderten diese Polizei Verstärkung an. Sie riefen die Demonstranten dazu auf, sich zu zerstreuen. Diese erwiderten, dass dies ihr Viertel sei und dass sie dort bleiben würden. Die Polizei solle sich in die Weiße Stadt zurückziehen. Diese Konfrontation spitzte sich so zu, dass die Polizei anfing, in die Menge zu schießen. No! She's a child of this Mungunda. The lady who was in shot this morning. By banning a police van. Oh, what a poor child. May God bless your mother's soul. Enough! Is enough! My people! Miss Mungunda's blood is flowing down Namibian rivers. Let's give her a moment of silence. Wir sind die Schüler des Augustiniums. Wir spielen ein Stück über die Old Location. Ich bin Sylvie Ninja Lulva. Meine Rolle war die eines Mädchens, das von einem Jungen verehrt wurde. Außerdem war ich die Freundin von Frau Mugundas Tochter. Why should I keep on treating you nice while your destruction and threatening is always on their bed? Here I am working under your supervision. For every moment life is falling apart. What good did you do that we should worship your deeds, knowing your deeds shall never be counted? Mein Name ist Naftali Amukwelele. Ich spiele die Rolle eines jungen Burschen, der den Menschen Gedichte vorliest. Why are you the balancing factor of life? Our challenge cannot come in front, neither can we destroy you. Our preactions are made horrible by you. Therefore, your contribution is just a mess. Death. Till when shall you be apart from life? Yeah, we choose to play the topic because of, the old location. It reminds us what happened in the past. Ja, wir beschlossen, ein Stück über die Old Location zu spielen, weil wir zeigen wollten, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir durften nicht über unsere Geschichte sprechen. Deshalb kamen wir auf die Idee, dieses Stück zu spielen. Wir wollten die Menschen mit der Wirklichkeit konfrontieren. Ich denke, in der Old Location haben die Menschen erfahren, dass sie kolonialisiert wurden. Es war dort, wo die Gewerkschaftsorganisation OPO gegründet wurde. Dort fing alles an. Am 13. Dezember 1959, drei Tage nach dem Massaker in der Old Location, wurden die 13 Ermordeten in einem Massengrab beerdigt. Es kamen Tausende von weit her, um der Beerdigung beizuwohnen. Unter ihnen war der berühmte Herero-Häuptling Hosea Kutako. Das Gebiet um die Old Location wurde seit Tagen weitläufig von der Polizei abgesperrt. Wir befinden uns hier auf dem Friedhof der Old Location. In diesem Grab liegen 13 Menschen. Das war 1959. Dabei ist mein Enkelsohn ums Leben gekommen. Er hieß Mandume. Am 15. Dezember 1959 waren erst 160 Häuser in Katutura bezugsfertig. Aus Angst vor weiteren Schießereien hatten viele Bewohner und Bewohnerinnen einen Antrag auf ein Haus in Katutura gestellt. Obwohl die Umsiedlung erst für Mai 1960 vorgesehen war, nutzte die Stadtverwaltung die Gunst der Stunde und bot Umzugswilligen eine Prämie an. Sie stellten auch Lastwagen für den Umzug zur Verfügung. Ende Dezember waren etwa 2000 Menschen umgezogen.
Trotz dieser übereilten Entwicklung blieb die Old Location als intakte Gemeinschaft noch fast weitere 10 Jahre bis zu ihrer offiziellen Schließung im August 1968 bestehen. "1968 mussten wir notgezwungen umziehen. Wir gehörten zu den letzten Personen, die noch in der Old Location wohnten. Unsere Möbel wurden von 5 oder 6 LKWs der Stadtverwaltung befördert. Und nachdem der letzte Gegenstand aus dem Haus geholt worden war, stand schon der Bagger bereit. Das Haus wurde vor unseren Augen umgeschoben. Wir waren sehr unglücklich über die ganze Angelegenheit." I'm Pastor Sonda Hakangwehi of the Constant Oath of Christ Church, but I'm also serving as the city of. Ich bin Pastor Sonda Hakangwehi von der Constant of Christ Kirche. Ich arbeite aber auch als Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Windhoek. Ich begann letztes Jahr. Ich lebte in der Old Location. Ich war die letzte Person, die die Old Location verließ. Ich zog nicht nach Katutura, sondern ins Aminuis Reservat. Das war der Ort, den ich bevorzugte, nach der gewaltsamen Umsiedlung der Menschen von der Old Location nach Katutura. Früher wohnten wir in der ganzen Stadt verteilt, in verschiedenen Siedlungen. Später wurden wir dann alle in die Old Location umgesiedelt. Danach wurden wir nochmals zwangsumgesiedelt. Deshalb haben Mungunda und ich diesem Ort den Namen Katutura gegeben. Katutura heißt, wir haben keine feste Bleibe. Am 16. Dezember 1959 kam ich als einer der Ersten nach Katutura. Anfangs wohnte ich mit Polizisten und Lehrern, zum Beispiel mit Hugo Karamata in der Nähe des Einkaufszentrums. Nach der Umsiedlung sind wir 1962 vom Gemeinderat eingeladen worden, Straßennamen für Katutura vorzuschlagen. Die äußerste Straße wurde Mungunda-Straße genannt und ich schlug vor, die Straße, in der ich wohne, Kamberipa-Straße zu nennen. Ananias Iyambo ist einer von 40.000 Exil-Namibiern, der 1989 nach Hause zurückkehrte. Er hatte in der Befreiungsarmee People's Liberation Army of Namibia gekämpft, bevor er sein Haus in Okoyangawa, einer der Erweiterungen Katuturas, bauen konnte. Lebte er mit seiner Familie in den Single Quarters, einem der am dichtest besiedelten Viertel. Wer vom Land in die Stadt zieht, landet meist erst einmal hier. Right now I can
Heute kann ich mir nicht vorstellen, in der Old Location zu leben. Ich bin es gewohnt, in Katutura zu leben. Ich lebe hier, seit ich geboren bin. Katutura gefällt mir. Ich möchte hier leben. Like right now in Katutura, the living condition is not so good, but it's quite acceptable. Augenblicklich sind die Lebensbedingungen in Katutura nicht so gut. Sie sind akzeptabel. In Katutura ist nicht jede Straße beleuchtet, so wie im Stadtzentrum. Dort sind die Häuser groß, aber hier in Katutura sind wir es gewohnt, in kleinen Häusern zu leben. Es kann sein, dass du mit deinen Brüdern in einem kleinen Zimmer leben musst. Die Menschen gehen nicht verantwortungsbewusst mit ihrem Leben um. Viele Teenager werden schwanger. Es gibt Kriminalität. Nachts, wenn die Straßen dunkel sind, siehst du nicht, wer dich schlagen oder umbringen will. Crime and everything, because in the night everything, the streets are dark, and you won't see that who's going to make you to hit you or to kill you or something like that. We are missing a lot of things in Katutura, like at mail, for instance, at school. Wir vermissen eine Menge Dinge in Katutura, zum Beispiel in der Schule. Unsere Bibliothek ist in keinem guten Zustand. Wir haben nicht alle Bücher, die wir brauchen. Wenn wir zum Beispiel für unsere Hausaufgaben etwas nachschlagen müssen, dann brauchst du 2 Rand, um mit dem Taxi zur Bibliothek in die Stadt zu fahren. Unsere Schule bietet uns nicht alles. Wir haben zum Beispiel keinen Musikunterricht. Her sister's house is Mr. Temas' house. Mr. Temas is at home. Miss a lot, like swimming. Uns fehlt eine Menge, wie Schwimmbäder, Nachtclubs, Kinos und Restaurants. And also restaurants, a lot of things we miss there. Yeah, things like markets and you know. Ja, Dinge wie Märkte. Wir haben kein großes Geschäft in Katutura. Wenn wir etwas kaufen wollen, müssen wir in die Stadt fahren und unsere Einkäufe dort machen. Das sind alles Dinge, die wir benötigen. What a guan man, semi system push and pull. System is push and pull. Everything is a push and pull. System is push and pullin. Everywhere is a push and pull. Excuse me, me broken. I got to turn radical for my survival. I got to stand strong and firm. But I will be there to confirm. This push and pull. Cause the system is a push and pull. Well, when you look out on the street, the children live like ostrich. Vibing from the leftovers, them are feeding from the dustbin. Oh, it seems no one really bothers, no one to bear these things. Ich bin hier in Urlaub gekommen und wollte gern nach meinen Verwandten, weil ich sie 24 Jahre nicht gesehen habe, und so bin ich in Katutura gelandet. 4 Kinder, sie hat Ökul. Man genommen, ha. Sie hat gute Kinder, aber ha. Katutura. In diesem Haus wohnen 4 Kinder und 4 Erwachsene. Nur wir wohnen hier in Katutura. Danke, Herr Präsident. 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 Danke, Herr
Für 100 Rand habe ich das Haus gekauft. Vorher musste ich 200 Rand im Monat zahlen. Es ist ein altes Haus. Sarah Heubes, Ritas Tante, wohnt mit ihrer Familie, 3 Erwachsenen und 4 Kindern, in einem Haus in Kathutura. Wie die meisten Frauen in Namibia, die keine Möglichkeit hatten, einen Beruf zu erlernen, musste sie sich ihren Lebensunterhalt als Hausangestellte bei wohlhabenden Weißen verdienen. Bevor sie nach Kathutura kam, lebte Sarah Heubes in der Old Location. Ich heiße Sarah Heubes. Dieses ist meine Schwester, Elsie Biokes. Ich habe für die Weißen gearbeitet. Ich habe für 90 Rand gearbeitet. Diese 90 Rand waren nicht genug. Ich habe kein Essen bekommen. Ich habe nur altes Essen bekommen. Ich habe Fleisch bekommen, wenn mein Herr geschlachtet hat. Wenn ich nach Hause kam, konnte ich meine Kopftax nicht bezahlen. So schlecht haben uns die Buren behandelt. Und wenn ich übers Geld sprach, sind sie nicht darauf eingegangen. Und so habe ich weitere 2 Jahre für 90 Rand im Monat gearbeitet. Danach habe ich nochmals um eine Erhöhung gebeten, aber nicht bekommen. Deshalb habe ich gekündigt. Mein erster Arbeitsplatz war bei Frau Treckmann in Bintu. Sie hat Erbsimmer gehabt und ich habe da gearbeitet. Und sie hat sehr wenig bezahlt. Ich habe nur für 6 Rand im Monat gearbeitet. Und ich muss aber alles jeden Tag sauber machen. Sie hat ein Kind gehabt, was gebrechlich war. Und sie war sehr schlecht mit mir umgegangen. Auch in Sprache und in Essen, die ganze Behandlung. Ich habe von 7 Uhr gearbeitet bis 1 Uhr abends. Eigentlich den nächsten Morgen, 1 Uhr in den Morgen. Weil sie die, sie war immer ausgegangen abends. Und daher habe ich dann immer in den Morgen um 1 Uhr wieder rausgegangen aus dem Haus. Frau Treckmann hat sehr wenig gekocht. Wenn sie was gekocht hat, habe ich gar nicht davon gekriegt. Ich habe am meisten, ich weiß nicht, Brot im Morgen gekriegt mit roter Marmelade. Und eine Suppe, was sie mir gekocht hat, was richtig ausgedrückt war, wie was, was schon vorgekaut war. Rita verrichtete 1959 Hausarbeit. Zu jener Zeit verdiente eine Hausangestellte etwa 2 Pfund. Das entsprach etwa 16 Mark. Ein Sozialarbeiter verdiente zu jener Zeit 35 Pfund, 280 Mark. Ich meine, damals war die weiße Polizei sehr streng gewesen. Ich meine, die war grausam gewesen. Und ich bin auch froh, dass diese Grausamkeit aufgehört hat. Aber was ich heute in Kathutura finde, dass beinahe jedes einen Revolver hat. In die Abends, wenn sie so schön schlafen, wenn sie da aus dem Schlaf gerissen, weil da irgendwo wieder ein Schuss abgegangen ist. Das finde ich natürlich nicht schön, was in die Freiheit jetzt passiert. Ich finde, Olokasi und Kathutura kann man eigentlich nicht vergleichen. Für mich war da eine größere Atmosphäre in Olokasi gewesen gegen Kathutura. Aber gut, die Leute leben doch einigermaßen auch gut zusammen hier. Aber in Olokasi war es ganz was anderes, das kann man gar nicht beschreiben. Everything is push and pull. The system is a push and pull. The system is push and pulling. Everywhere is a push and pull. Guide I and I on Jaja. Make I and I come true. Push and pullin', push and pull. Oh, push and pull. Push, 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 push
Ich finde das nicht gut in Namibia im Moment, wenn ich sehe, wie die Leute auf der Straße stehen. Und sie greifen einfach weiße Leute an, wie sie Lust hat. Und beraubt die Leute. Sie hat mir selbst auch beraubt, angefallen und beraubt. Und das finde ich alles nicht gut. Man sollte nicht auf dem Hautfarbe gucken, was sie alles da in Namibia machen. Einfach weil sie vielleicht Geld brauchen, dann gehen sie nach die alten Leute, bringt die Leute um. Nur weil sie eben weiß ist, das finde ich auch nicht gut. Ich meine, die Weiße sollte uns Schwarzen nicht wehtun, aber die Schwarzen sollen auch die Weißen nicht wehtun. Ich glaube, da muss die Leute müssen mal ein bisschen gerechter sein in Namibia. Everywhere. Push and pull in the jet. Push and pull right in the court. Is push and pull in the classroom. Push and pull in the bar. Everything is a push and pull right in the parliament. Them are creating rooms of corruption. So, yes, kiss me, won't you? I got to turn radical for my survival. I got to stand strong and firm. Oh, you will be there too. Nach dieser Enttäuschung, was ich in Namibia gehabt habe, wird es vielleicht sehr lange dauert, bevor ich wieder daran denke, um zurückzugehen, um Zeit da zu leben. Da muss ich mir richtig sehr genau wissen, was ich will. Die Haustür ist eine Gemeinschaftsarbeit von uns beiden, Spiethard und ich. Und ja, die Schnitzerei von unserer Haustür bedeutet einmal Afrika mit Namibia eingeschnitzt. Und auf der anderen Seite Deutschland, wo unser Zuhause ist, eingekerbt. Ja, das symbolisiert unsere Haustür, würde ich so sagen. Ja, mein Spieltag? Ja, genau. Das ist, hast du richtig gesagt. Und wenn gesagt. Wir mal Rentner sind, gehen wir ein halbes Jahr nach Afrika oder pendeln ein halbes Jahr wieder nach Deutschland. Ja, genau. So wie wir. Ja. Geld haben auch. Und ja. Als Rentner geht das auch nur. Ja, das machen wir uns dann einen Tag.